jetzt ganz besonders vor Rosh Hashanah, diese Eigenschaft, es ist nicht eigentlich diese Eigenschaft, es ist eine Pflichteigenschaft von der Torah. Eine Pflichteigenschaft aus der Torah, denn es steht geschrieben in der Torah, Ve'alachta bidrachav, du sollst so wie Gott sein, du sollst seinen Wege gehen. Ve'alachta bidrachav. Mara fragt, wie kann man seinen Wege, wie kann man sein so wie Gott? Gott, esch och laue, es verbrennendes Feuer. Sagt er, geh laut seinen Eigenschaften. Genauso wie er erbarmenvoll ist, sei du erbarmenvoll. Genauso wie er nachgibt und sagt, auch du gib nach. Und genauso wie du jetzt da zwischenmenschlich mit den Leuten sein wirst, so wird man auch mit dir sein vom Himmel. Deswegen, ja? Jetzt, jede Seele hat eine bestimmte Anzahl von Jahren, die sie leben soll. Nehmen wir an, jetzt diese Miriam sollte 90 Jahre alt leben. Und jetzt, weil sie das getan hat, hat sie nur 40 Jahre gelebt. Was passiert mit diesen 50 Jahren jetzt? Diese 50 Jahre, die jetzt übrig geblieben sind. Sie gehört noch zur vorigen Generation, diese 50 Jahre. Sagt er ihm, diese 50 Jahre, wo sie sind, sie wird noch nicht dem Duma abgegeben. Das heißt, sie kommt noch nicht zu ihrem Platz im Himmel. Sie kommt noch nicht zu ihrem Platz am Himmel und deswegen in diesen 50 Jahren, die Seele schwebt überall und sie kommt noch nicht zu ihrem Platz. Wie schwebt? Schwebt. Schwebt auf der Welt. Das sind die Seelen, die zum Beispiel Leute 15, 20 Jahre, Seans hat man gemacht hier und man hat Seele runtergebracht und der Hund. Der Sichek ist gegangen. Noch etwas. Mein Cousin in Israel. Die Cousine von seiner Frau. Die Cousine von seiner Frau, sie war auf einem Abend Afrashat Challah. Afrashat Challah, Leilui Nishmat, zum Vater von diesen. Von dieser Freundin von ihr. Die Cousine von seiner Frau. Sie war dort und dort hat sie mit dem Handy Fotos geschossen. Er hat mir heute zwei Fotos geschickt. Ich habe einfach nicht verstanden, was will er mit diesen Fotos zeigen. Dann aber, wenn du ganz genau schaust auf die Lustra dort, du siehst dort das Gesicht von dem Vater von dieser Freundin, von dem Verstorbenen. Du siehst Dmut, nicht das Gesicht, sondern Gestalt von diesem Vater. Am Anfang, ich habe es nicht bemerkt. Er sagt, schau, schau genau dorthin. Chabal Azman. Chabal Azman. Ich habe gesagt, das ist sicher Photoshop, das kann nicht sein. Ich sagte, ihre Cousine hat sie nicht von irgendwo von Internet runtergeladen. Cousine selbst hat gemacht. Warum sieht man das dort? Es gibt diese Seelen, die da schweben irgendwo. Aber wir werden sicher nachher die Nacht nicht schlafen. Ja, also, Thema nicht. Die Seele kommt sicher zurück. Die Frage ist, in welchem Körper sie zurückkommt. Es gibt so welche, sie kommen in ihren ersten Körper zurück, wenn sie ihre Aufgabe gleich gemacht haben. Oder wenn sie kleine Sünden gemacht haben, nicht für ihre Sünde muss die Seele wiedergeboren werden. Ja, das geht dann durch. Dieser Körper, mit dem Körper kommst du zurück. Weil die Mishnah, die aufzählt, diejenigen, die keiner dann bekommt, weil das sind so welche Leute, die mit diesem Körper nicht mehr zurückkommen können, weil die mit diesem Körper so viele Sünden gemacht haben, wie Apikoires und so weiter, dieser Körper wird ausradiert. Dieser Körper hat keine Reparatur. Aber die Seele kommt zurück, aber sie kommt zurück in einem anderen Körper. In einem Körper, wo sie sich repariert hat. Aber ja, wir sehen von ihr, dass jemand fragt, oh, die Juden wurden verbrannt hier, dort. Wir kennen nicht, was Gott vorhatte. Vielleicht war das die einzige Möglichkeit, damit sie noch Anteil haben an irgendetwas. Weil das ihnen das ermöglicht. Gut, eine dritte Quelle, das ist von Rabbi Schnorzan von Erdrück, das ist in Buchtania. Und er sagt dort, dass jeder jüdische Mensch am Schluss Tschuwa machen wird. Sei es in dieser Welt, sei es in dieser Geburt, sei es in einer anderen Wiedergeburt. Dass der Jude wird so oft auf die Welt wiederkommen, seine Seele wird wandern von einem zum anderen
bis zum Schluss. Ich habe gestern gelernt. Keine Sorge, ihr seid alle, ihr werdet alle eure Tikkunim machen. Aber was ist jetzt richtig? Nein, was? Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist das, was Rachel sagt, richtig. Dass die Seele dreimal kommt und wenn sie da nichts gemacht hat, ist ihre Schöpfung weg. Und wenn doch, dann kann sie in Domänen, in Leblosen, in der Pflanzenwelt, Tierwelt zurückkommen, bis sie dort ihren Tikkun macht. Aber sie muss ihn in den ersten drei Malen irgendwas gemacht haben. Sonst geht gar nichts. Okay, und die vierte Quelle sagt, dass ein Mensch hat gar nichts. Nichts, Körper nicht verbrannt. Ah! Sagt der Midrash Shmuel, dass Gott sich höchstpersönlich damit beschäftigt, diesen Seelen einen Tikkun, diese Seele zu einer Reparatur zu bringen. Dass auch so welche Seelen, die wirklich ganz daneben sind und keines dieser Sachen hat, Gott wird sich mit diesen Seelen beschäftigen, damit sie zu einem Tikkun kommen. So sagt der Midrash Shmuel. Dass sogar eine Seele ist also niemals verloren. Gott am Schluss wird jeder Seele die Möglichkeit geben, teilzuhaben an der Tora. Wir wissen, der Arizal schreibt, dass es Seelenwanderung gibt. Es gibt Neugeburten. Gilgulim, Gilgulene Shamot. Eine Seele kommt auf diese Welt, schreibt der Arizal, wenn sie ihre Aufgabe nicht erfüllt, kommt sie noch einmal auf diese Welt. Der Arizal sagt, dass die Seele so oft auf diese Welt kommt, bis sie ihre Aufgabe erfüllt. Also eine Seele wandert und ist wiedergeboren, aber sie wechselt immer den Körper. Sie ist immer ein anderer Körper bei der Wiedergeburt. Es ist nicht derselbe Körper. Es ist immer ein anderer Körper. Es ist immer ein anderer Körper. Ist man aber dann von der Religion dieselbe? Nein, denn das sind andere Personen, andere Eltern, andere Umgebung. Man hat miteinander gar nichts zu tun, außer dass es dieselbe, dass es dieselbe Seele ist. Der Rieder schaut, dass die Seele wird immer wiedergeboren. Jetzt, das ist das, was die Mishnah sagt. Die Mishnah will so sagen. Ganz Israel hat Anteil an der künftigen Welt. Ihre Seelen haben alle Anteil. Denn jede Seele kommt so oft zurück, bis sie ihren Tikkun macht. Und dann hat sie Anteil an der künftigen Welt, an der Totauferstehung. Und die zweite Teil der Mishnah sagt, und da sind diejenigen, die keinen Anteil haben. Die Mishnah meint nicht die Seelen, die Mishnah meint den Körper. Denn es gibt Körper, die nicht wieder auferstehen werden. Die bleiben unter der Erde. Die Seele kommt sicher zurück. Die Frage ist, in welchem Körper sie zurückkommt. Es gibt so welche, sie kommen in ihren ersten Körper zurück, wenn sie ihre Aufgabe gleich gemacht haben. Oder wenn sie kleine Sünden gemacht haben, nicht für jede Sünde muss die Seele wiedergeboren werden. Ja, das geht dann durch. Dieser Körper, mit dem Körper kommst du zurück. Weil die Mishnah, die aufzählt, diejenigen, die keiner dann geküsst sind, weil das sind so welche Leute, die mit diesem Körper nicht mehr zurückkommen können, weil sie mit diesem Körper so viele Sünden gemacht haben, wie Apikoires und so weiter, dieser Körper wird ausradiert. Dieser Körper hat keine Reparatur. Aber die Seele kommt zurück, aber sie kommt zurück in einem anderen Körper. In einem Körper, wo sie sich repariert hat. Ja? Sozusagen der Körper mit dem Messer ins Wort kommt dann wieder, oder wie? So, der Sohn ist der Meinung, bevor wir eingehen, mit welchem Körper man zurückkommt, aber das ist die Bedeutung nämlich nach. Oder wir müssen das so lesen. Ganz Israel hat Anteil an der künftigen Welt. Alle Seelen haben Anteil. Ja? Und dann gibt es welche, die haben keinen Anteil. Das sind die Körper, die keinen Anteil haben. Es gibt Körper, die kommen nicht. Und es gibt, aber die Seele kommt sicher. Nur in einem anderen Körper, in einem reparierten Körper. Und dann gibt es aber so welche, sie haben Anteil und auch ihr Körper hat Anteil. Und sogar mehrere ihre Körper haben Anteil. Oh, jetzt ist es kompliziert. Das ist deine Frage. Mit welchem Körper kommt die Seele wirklich zurück? Wenn eine Seele zehnmal hier war, in welchem Körper kommt sie zurück? Top 10, also der erste Platz. Es gibt zwei Meinungen. Im Zohar steht geschrieben, die Seele kommt mit jenem Körper zurück. Sie kommt nur mit einem Körper zurück. Mit jenem Körper, mit dem sie die meisten Mitzvot gemacht hat. Das kann auch ein goyischer Körper sein, oder? Wie kann man mit einem goyischen Körper Mitzvot machen? Das habe ich ja vorher gefragt. Aber nein. Die Seele, die jetzt gegoogelt zurückkommt, dann? Dings von dem Glauben muss ja auch jüdisch ist. Ah, die Jüde, das habe ich nicht gehört, habe ich hier gehört. Nein, muss als Jude kommen, weil sie muss ja mit Zwort machen. Ja, ja. So, ja. Und mit Zwort machen, aber halt jüdisch. Nein, vielleicht kommt sie als Gold und macht dann Jude. Das kann schon sein. Ja, okay, also laut dem Zohar, ein Körper, mit dem du die meisten Zwort gemacht hast. Das kann der Körper sein, mit dem wir jetzt sind. Vielleicht haben wir im folgenden Leben größere Zadikim und dann ist es gar nicht mit den Zwort. Vielleicht waren wir schwarz, weiß, vielleicht. Wer weiß, wie wir waren, kann man nicht wissen. Aber laut dem Arizal ist es nicht so. Der Arizal sagt, die Seele kommt nicht in einen Körper, sie kann in mehreren Körpern zurück. Wie denn jeder Körper
Mit jedem Körper kann die Seele einen anderen Tikkun auf der Welt gemacht haben. Mein Marawille ist, nein, ich will das eben nicht. Ich will das eben nicht. Warum? Weil unser Körper ist ja aufgebaut mit zwei Parten. Nämlich der erste Teil, das ist ein nefischer Behemoth. Das ist unsere animalische Seele. Da ist der böse Dieb drin. All das Böse, das Materielle, das alles Schlechte befindet sich da in diesen schlechten Sehnsüchte, verbotene Leidenschaften, alles ist da drin. Und haben wir natürlich unseren göttlichen Part in uns. Und genau hier müssen wir aufpassen. Dass eine Sünde, warum kann sie wirklich schädlich sein für einen Menschen? Jede Sünde ist schädlich. Aber was ich meine ist, dass das ist ja das, was Esther schaffte. Esther Amalka, sie machte die Differenzierung zwischen ihrer göttlichen Seele zu ihrer animalen Seele, zu ihrem bösen Trieb. Sie schaffte die absolute Trennung, weil der Achasverosh, der hat sie ja eingeladen zu sich und dann hat sie dort gelebt. 5 Jahre hat Esther gelebt. 5 Jahre hat Esther gelebt im Haus von wem? Vom Achasverosh. Und da wurden sie natürlich auch ein Team. Und alles drum und dran. Und sie wurde sogar schwanger und bekam ein Kind. Vom Achashverosh. Und hier schreibt der Ari HaKadosh, sehr interessant, im Buch, in einem kabbalistischen Buch vom Ari HaKadosh, Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi. Letzte Woche habe ich gesehen, das erste Mal in meinem Leben haben meine Augen das gesehen, was ich da gelesen habe. Dass genau diese Arbeit, dass Esther, sie konnte machen, sie war in der Lage, diese Differenzierung zu machen zwischen ihrer göttlichen Seele und ihrem bösen Trieb. Wie? Es gibt einen speziellen Namen, so steht's, und dann beschwörst du einen Dämonen, das ist quasi der böse Trieb, und der ist dann aktiv mit deinem bösen Trieb, die verbinden sich dann und dann ist dein Körper in Action und macht alles. Aber du selbst, dein heiliger Aspekt in dir, dein heiliger Geist in dir, deine göttliche Seele, sowas bei Esther, sie hat sich ausgekapselt, ihre göttliche Seele, und wo war sie? Und wo war sie? So schreibt auch der Leschem. Und das, sie ist nach oben gegangen, in die heilige Yeshiva, die heilige Torah-Schule von oben. Und dort hat sie dann was gelernt? Die Torah. Dort hat sie Torah gelernt, währenddessen ihr Körper hier in dieser Welt aktiv ist. Aber ihr Körper war nur aktiv. Ihr heiliger Geist, der heilige Funken in ihr, die heilige Seele, der göttliche Teil in ihr, der war woanders. Und nachdem passiert ist, was passiert ist, kam dann das wieder zurück und dann war alles wieder intakt. Das bedeutet, hier gab es diese Auslese. 5 Jahre hat sie diese Auslese gemacht. Das geht so weit, dass Ari HaKadosh sogar fragt, der Junge, der da entstanden ist, mit diesem Achashverosh, in dieser Zeit, wo ja nur der Körper aktiv war, weil der göttliche Geist, die göttliche Seele war ja oben, im Paradies von Esther, fragt Ari HaKadosh, ist jetzt das Kind jüdisch oder nicht jüdisch? Soweit fragt Ari HaKadosh. Ari HaKadosh sagt nein. Aus kabbalistischer Sicht ist, aus halachischer Sicht ja. Aber aus kabbalistischer Sicht, so schreibt Ari HaKadosh einen Chidush, dass dieses Kind, das da entstanden ist mit dem Achashverosh, ist kein Jude. Warum? Weil sie eben diese Auslese gemacht hat. Und diese Auslese, das ist auch ein Part, den wir machen müssen. Auch wir alle müssen wirklich darauf aufpassen, immer diese Auslese zu machen. Das bedeutet, immer zu demonstrieren, nämlich was unser wahrer Wille ist. Weil in dem Moment, wo ein Mensch eine Sünde begeht, Gott behüte, aber in dem Moment, wo ein Mensch eine Sünde begeht, und nicht demonstriert,
quasi seinen Wahnwillen kundgibt. Das bedeutet, egal was du jetzt gemacht hast, du hast einen riesen Bock geschossen, egal was du jetzt gemacht hast, aber jetzt sage ich, nein, ich will das nicht. Jetzt habe ich das gemacht, natürlich war hier ein Wille da, das mich jetzt dazu geführt hat, das zu machen, was ich gemacht habe. Das war nicht von meiner Heiligkeit heraus, sondern es war eben der böse Trieb in mir, der hat mich jetzt verleitet, irgendeinen Schmarrn zu machen. Und da habe ich jetzt den Schmarrn gemacht, aber wirklich, ich, Demo, ich will das nicht. Free Israel. Free Israel! Aber ich frage, was bedeutet das genau? Sich die kommende Welt ins Gedächtnis rufen. Was bedeutet das genau? So schreibt Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, was es sagt? Lizacher be alma deate. Du sollst dir die kommende Welt ins Gedächtnis rufen. Und das ist die allumfassende Korrektur meiner Gedanken. Wow! Das bedeutet, all den Schmarrn, den diesen ganzen Tag mich belästigt in meinem Kopf, Gedanken von, bin ich gut genug, bin ich nicht gut genug, schaffe ich das nicht, soll ich nicht, Gedanken, die mich depressiv machen, Gedanken, die mir Kraft rauben, Gedanken, die richtig nervenraubend sind. All diese Gedanken, die stört, all diese Störbomben, die kann ich eliminieren. Durch was? Durch eine allumfassende Korrektur all meiner Gedanken. Und was ist der Schlüssel dazu? Dass ich, wenn ich in der Früh aufstehe und mir die kommende Welt mir sofort ins Gedächtnis rufe. So sagt Rabbi Nachman. Jetzt hat nochmal was, ich habe Rabbi Shalom Arsch gefragt, was bedeutet das konkret? Sich die kommende Welt ins Gedächtnis rufen, das bedeutet konkret, dass man weiß, dass diese Welt nicht herrenlos ist. Dass ich mir gleich vor Augen halte, dass es einen Schöpfer gibt. Einen Schöpfer und Leiter, der diese Welt lenkt und führt. Opa! Einen Schöpfer, der diese Welt lenkt und diese Welt führt. Nichts passiert ja einfach nur so. Was heißt das? Normaler Mensch, der lernt, die ganze Talmud, er weiß die ganze Talmud, aber was hat der Talmud ihm gelehrt? Das heißt, er ist ein Esel, der Bücher trägt, ein Mensch, der hat viel gelernt. Was ist er? Sein Kopf ist wie ein Computer und sein Mund ist wie ein Drucker. Tuk, 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 druckt er. Und wenn er kann schön reden, alles, was er hat gespeichert in seine PC, druckt er von seinem Mund. Applaus, Scheuer, wirklich. Und was ist mit dir? Was bist du? Wo hat die Sache dir irgendwo beeinflusst? Sagen unsere Weisen, weißt du was? Wenn du willst wissen, genau was steht geschrieben in Torah, musst du die ganze Torah lernen. Dann kriegst du eine Ahnung, worüber geht. Und wenn einer will, eine mutige Stellung zu treffen, ein Halacha, ein Gesetz, muss er wissen, dass in die ganze Talmud steht nicht ein Widerspruch oder ein Gesetz. Es ist unglaublich zu vorstellen, wie viel haben sie gewusst, um zu wissen, alle Gesetze, dass nichts widersprechen. Genauso Chassidismus. Chassidismus ist eine Idee von einer Philosophie von Gottes Liebe. Die drei Liebe, die gibt in dieser Welt. Liebe zu Gott, Liebe zu Torah und Liebe zu Menschen. Oder so wie die Baal Shem Tov bringt das von Zohar, es ist drei Knöpfe. Drei Liebe, die miteinander verbunden. Ahavat Hashem, Ahavat Torah, Unavat Israel, zu lieben alle Juden, zu lieben auch alle Menschen in dieser Welt. Das ist die drei Liebe, was gibt in dieser Welt. Sonst nichts. Gehen wir weiter. Deshalb, du kannst bis morgen steigen auf den Berg Sinai, aber Gott kommt nicht runter. Ich bin sicher, wenn jemand ist mitgegangen mit Moshe Rabbeinu oben auf dem Berg, hätte er Gott nicht gesehen. Wer hat Gott gesehen? Der war mit Gott verbunden. Gott ist nicht höher als Zentfachim, aber er ist auch nicht niedriger. Das steht in Talmud. Was heißt das? Das heißt, Gott ist wie die Geliebte, wie die Frau. Du kannst sie küssen bis morgen. Solange hat sie dir nicht geküsst zurück, hast du geküsst eine Leiche. Hast du geküsst eine Götze. Habt ihr schon wart ihr schon in Klagemauer? Ja. Habt ihr die Steine geküsst? Nein, ich habe die Steine geküsst. Haben sie euch zurückgeküsst? Nein.
Die Steine küssen nicht zurück. Warum küssen sie nicht zurück? Weil die sind Steine. Jetzt gibt es Steine mit einem Herz von Menschen und es gibt Menschen von Herz aus Stein. Das heißt, es ist, die Frage ist, ob du willst bei dem Stein das Herz finden oder beim Herz gibt es einen Stein. Das heißt, egal wie viel du dich steigst und du lernst, die Frage ist, ob du kriegst schnell einen Kuss zurück oder nicht. Manche können lernen, Kuss bekommen sie nie zurück. Die steigen ohne Ende. Der Baal Shem Tov war so ein Mensch, der hat ganz schnell einen Kuss bekommen. Ganz schnell. Und ich will euch erzählen, wann war sein erster Kuss. Wir haben gesagt, er hat Stationen 16, 26, 36. 22 habe ich nicht gesprochen. 16, 26, 36. Bei 16 hat er bekommen seinen ersten Lehrer, Eliyahu Anavi. Der Eliyahu Anavi hat ihn unterrichtet. Und später mit 26 hat er bekommen seinen Lehrer, Achia Ashiloini. Da war der Bruch. Warum? Der Baal Shem Tov war verheiratet mit seiner Frau, mit der zweiten Frau, Chana. Seine erste Frau war eine Dorfsfrau. Sie ist schnell gestorben. Hat er geheiratet eine zweite Frau, sie ist Chana, die Schwester von Rabbi Gershom von Kitov. Und er hat nur seiner Frau erzählt, wer er ist wirklich. Natürlich sein Schwager, seine ganze Mishpocha haben ihn gehalten für nicht ganz normal. Aber er hat niemand erzählt, er hat gesagt, reicht, dass mein Gott und meine Frau wissen, wer ich bin. Weil im Prinzip in dieser Welt niemand kennt dich. Nur zwei Leute. Gott und deine Frau. Alle anderen kennen dich nicht. Du kannst Geschichten erzählen bis morgen. Es gibt nur zwei Leute in dieser Welt, die dir wirklich kennen. Sagt der Baal Shem Tov, zwei können mich. Mein Gott und meine Frau Chana. Die zwei wissen ganz genau, wer ich bin. Gut, die beiden haben ganz schwer gearbeitet und er hat seiner Schwester, seiner Frau, sehr viel Vertrauen gegeben, aber die Bruder von seiner Frau hat Probleme gehabt mit seiner Schwester, weil sie hat so einen Mann und er hat beide vertrieben von seiner Umgebung. Und sie waren alleine. Interessant, dass Gott schuf die Welt für 7000 Jahre. Wir sind jetzt 5775. 6000 Jahre die Welt wird sein normal einigermaßen und am 7000 Maschiachzeit. Die Welt wird leben in Frieden, so wie ein Schabbat. Alle werden singen, tanzen, beten, geistig steigen. Alle Teute werden aufstehen. Und das ist der jüdische Glaube, dass die ganze Welt ist für 7000 Jahre. Und warum gerade für 7000 Jahre? Sehr interessant. Was passiert, wenn die Welt wird noch bleiben? 3 Millionen Jahre. Denn was hilft das, das was ich mache heute? Welche Funktion, welchen seelischen Fingerabdruck hinterlasse ich in dieser Welt, wenn die Welt nach 20.000 Jahren niemand wird erinnern, dass es war so ein guter Mensch, der hat ältere Leute geholfen mit der Übersetzung. Und etwas Gutes geleistet in sein Leben. Sie kommt rein in die Geschichte und sie wird verloren in die Geschichte, so wie eine Tropfe in Ozean. Sagt die Tora langsam, langsam. Die Welt ist nicht so viel. Die Welt hat vielleicht viele Jahre von Gegenständen, von Steinen, von Bäumen, von Wasser. Aber Menschen, ein Mensch mit Biografie, ein Mensch mit Kindern, mit Enkelkindern, mit Generationen. Wer ist der Älteste? Adam. Wann ist Adam geboren? Vor 5775 Jahren. Kann jemand von euch mir erzählen über einen Mensch vor Adam? Hat jemand irgendeine Person vor Adam? Erkennt ihn? Ne. Also der ältere Mensch, den ich kann, ist Adam und Chava. Ich rede nicht jetzt Bäume oder Steine. Warum? Also David, ja, in den Psalmen, er sagt,
ihr seid Götter. Ja, das ist etwas, was für uns extrem schwer anzunehmen ist. Ja, das ist ein großes Wort. Ne? Bin ich Gott? Sind Sie Gott? Ne? Hm? Ja? Aber das ist genau, was die Tora berichtet. Die Tora sagt, dass Gott schafft den Menschen als sein Abbild. In der deutschen Sprache es gibt kein, oder mehr, kein bekanntes Wort, das diese Ähnlichkeit, weil beim Wort ähnlich ist schon eine Differenz drin. Ja, ähnlich ist nicht ganz das, was eigentlich original ist. Ja? Aber in der hebräischen Sprache ist das nicht so. Das ist original. Das Original und das Original. Die sind beide gleich. Dass der Glaube der Menschen, des Menschen, wurde von dieser Kraft der Illusion und was wir wissen alle, es gibt Satan, ja. Satan auf Hebräisch ist etwas ganz Harmloses, ist ein Engel Gottes, der dafür da ist, um uns zu helfen, um zu wachsen. Ja? Er ist ein sehr sentimentaler Typ, er weint jedes Mal, wenn jemand auf seinen Rat hört. Ne? Wir denken, dass er freut sich. Nein. Also es steht geschrieben, dass jedes Mal, wenn er versucht, jemanden zu verführen, ja, und es ihm gelingt, dann weint er. Ne? Er kann das nicht ertragen. Warum macht er denn das? Ne? Aber das ist seine Aufgabe. Er ist dafür da. Das Wort Lesaten auf Hebräisch bedeutet auch nur zu hindern. Ja? Zu hindern bedeutet nicht aufzuhalten. Und einer der wichtigsten Kabbalisten aus dem 18. Jahrhundert, Rabbi Nachman aus Breslau, er sagt, er ist Kor Hamedame, er ist Kraft der Illusion, er ist Kraft der Vorstellung, die eben der Wahrheit nicht entspricht. Und das ist genau, was er macht da mit Adam und Eva im Paradies. Er sagt, vielleicht Gott ist nicht gut. Vielleicht ihr denkt, dass er euch alles gegeben hat, aber das hat er nicht. Und wenn ihr das oder jenes macht, dann werdet ihr noch höher, dann werdet ihr noch besser, dann werdet ihr noch erleuchteter oder was auch immer. Und das ist genau dieser Schleier, die Adam und Eva auf sich nehmen und hören auf zu sehen. Steht geschrieben, Baderisch Adam Rotzal Lechet Molichinotal, auf dem Weg, der Weg, der der Mensch gehen will, wird er geschoben. Denn im Moment, wenn wir etwas wollen, erschaffen wir die Energie. Diese Energie wird Engel genannt. Ja, meistens, wenn ich das Wort Engel sage, dann sehen Menschen so kleine, weiße. Ne, so. Das ist nicht ganz, was in der hebräischen Tradition von Engeln verstanden wird. Ne? Engel ist Chashmal. Chashmal ist heute ganz platt Elektrizität übersetzt wird. Ne? Also in der hebräischen, heute modernen Sprache, ja, Chashmal ist Elektrizität. Ne? Und in der biblischen Sprache, das ist diese wahnsinnige Energie. Ja? Und wenn wir etwas wollen, dann erzeugen wir diese Energie und diese Energie ist nur dafür da, um uns dorthin zu bringen, was wir wollen. Ich habe schon erwähnt, dass in hebräischen Sprache es gibt ganz viele Wörter, die miteinander auf ganz merkwürdige Art verwandt sind. Und in der Kabbalah, man dreht immer die Wörter rum, damit man den Sinn der Botschaft versteht. So zum Beispiel das Wort Bedürfnis. Ja, wenn wir etwas brauchen. Ja? Etwas zu brauchen ist auf Hebräisch Zorch. Zwei Buchstaben eigentlich, ja, Zadik und Rech. Das ist aber auch zwei Buchstaben für das Wort Zar, und Zar bedeutet eng. Also Ägypten auf Hebräisch ist Mitzrayim. Ja, Mitzrayim bedeutet, dass wir wurden aus einer Enge herausgeführt. Und die zwei Wörter sind verwandt, weil wir haben erst dann ein Bedürfnis nach irgendetwas, wenn wir von diesen Umständen oder was auch immer, von diesem Wunsch beengt sind. Ja, wir wollen uns entfalten, wir wollen raus.
dann ist etwas, was ich brauche. Und wenn ich etwas brauche, dann ist das jetzt eine direkte Aufforderung zur Handlung. Und das Wort wollen oder willen ist Razon. Das sind die gleiche zwei Buchstaben, nur umgedreht. Wenn man sagt, ich will etwas und mache es nicht, dann ist es kein Willen, das ist kein Wollen. Wir machen immer das, was wir wollen. Immer. Ja? Und wenn wir etwas nicht machen, dann ist das, weil wir das nicht wollen. Und das ist ein Axiom der Kabbalah. Ja?